So soll's sein, Doggy. Ich auch. Also, sie wurden vom Draft-Floor gedraftet. Sie haben die Vorsaison gespielt und stehen sie jetzt vor ihrem NHL-Debüt. Was erwarten sie von diesem Spiel? Natürlich Markensympathie. Im Moment bin ich total fokussiert. Also machen wir es bitte kurz. Ich muss meine Konzentration halten und das finde ich mehr als legit. Finde ich sehr legitim. Das ist verständlich. Noch eine Frage. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Ich bin großartig. Was sonst? Kennt ihr Typen mich noch nicht? Oder überzeugen? Oh, Markensympathie 150. Ich würde mich als zukünftigen Calder-Gewinner beschreiben. Boah. Überzeugen will ich nicht. Mitspielersympathie geht halt ein bisschen runter. Was? Schlappen rechts im Bild? Geil. Sehr geil. Denken Sie, dass Sie heute Abend gewinnen können? Ich mache einfach meinen Job. Egal, ob wir gewinnen oder nicht. Übersicht, Versprechen. Natürlich hole ich den Sieg. Bis später. Im nächsten Spiel gewinnen. Nein, wenn man das... Markensympathie, er sieht's best. Einkaufen, Haushalt durch, warte noch auf die Wäsche, kochen, Tiramisu, helfen mir als Nachtisch. Sehr, sehr nice. Mutti, Oma und ich. Oh, drei Generationen Berlin unsicher machen. Heidi, schließ dich weg. Aber wie würdet ihr es finden, wenn so jemand... Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Und mächtigst Warti. Guten Tag, jetzt willkommen, viel Spaß im Sim und danke für dein Follow, mein Freund. Willkommen bei den Kufencracks. Wie ist es dir? Wie würdet ihr das finden, wenn so ein Rookie kommt und so eine Sprüche loslässt? Ich fände es übel. Ist so, Bobolet, das wollte ich gerade fragen, oder? Also ich fände es zum Kotzen. So, jetzt wollen wir eine Vorhersage starten. Und zwar punkten wir im ersten Spiel, Fragezeichen. Egal ob Tor oder Assist. Die Frage ist einfach, punkten wir im ersten Spiel? Vorhersage geht wie immer 2 Minuten. Let's go, Leute. Kommt. Nur mit dem Brokkoli schicken Sahnesoße. Auch lecker. So, wir starten rein. Erst großes Maul und dann ab in die Miners. das wäre so typisch, Heidi. So, Knecht. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. So, jetzt gegen die Rangers. Ich konnte ja nur 2 Antworten auswählen. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Na, so lange er die Leistung auch bringt, was er von sich... Ja, das stimmt, Bremerhaven Gaming, aber trotz allem. Die Teammates und vor allem auch die erfahrenen Spieler. Also ich denke mal, wow. All in. Oh Gott, Mäusefinger. Aber hier sind wir. Erstes Spiel für die Minnesota Wild. Regular Season. Welcome to the NHL, Mr. Blattmann. Und wer noch nicht mit dabei ist, Ausrufezeichen Discord, gerne joinen. 10.000 auf mich. Bin mal gespannt, was die Vorhersage sagt. 12.000. Okay, es ist NHL Opening Night. Ich bin echt nervös. Wir spielen natürlich am Anfang nicht. Aber wir brauchen einen Punkt. Das wird die Wette sprengen. Meine Schwester ruft an. Genug, Doggy. Und da ist er. Erster Shift von Blattmann in dieser Regular Season. Weißt du, erster Shift, erstes Tor. Gleich mal hier die Marke geknackt. Ich bin echt nervös. Und das ist ja meistens so... Lafreniere, Miller. Und es gibt die Strafzeit. Ich weiß aber nicht. Danke, Nico. 24, Knecht. Ja, 24, Bobbele. Und es gibt die erste Strafzeit, aber nicht gegen mich. Dann ist es okay. Ich bin zufrieden mit 24. Hast du auch schon den Draft hinter dir, Knecht? Ja, aber diese... Da hat sich nicht viel geändert. Das finde ich immer noch Quatsch. Diese Trainerdinger da in jedem Spiel Druck aufbauen oder Druck abhalten, ist Quatsch. Jo, Pick 1. Sehr geil. Immer die Leute, die gegen Bloody wetten. Ja, das ist so ein bisschen Dungeon-like. Das macht er mit extra, also nicht... Oh. Das macht er nicht, um mich zu ärgern, sondern das macht er, um mich zu motivieren. Aber das war jetzt gerade sehr motivierend. Chris Kreider, erstes Tor, ein Powerplay, los. Führung. Und dann haben wir minus 1.
Wir wollen punkten und nicht in die Wiesen gehen. Komm! Oh! Und da setzt er sich das erste Mal eigentlich gut in Szene hier. Oh, komm! Den hat er nicht! Oh! Das gibt's doch nicht! Den hat er nicht festgehalten. Da war eine dicke Möglichkeit für die Wild. Oh, Marc-André Fleury, schade. Ganz, ganz schade, diese Situation. Absolut, Alex, ist vollkommen okay. Bei den Wetten jeder so, wie er will, absolut. Und zweimal Schächterkin. Ah, das war echt, das hat wehgetan. Da war nämlich eine hervorragende Gelegenheit. Die falschen New Yorker wissen, wo besiegen. Stimmt, Bremerhaven Gaming. Stimmt, Bremerhaven Gaming ist der Rangers-Fan, Hightower ist Islanders-Fan. Also das ist eine interessante Mischung. Das läuft. Vorsichtig. New York macht eine Menge Druck. Strafzeit jetzt aber gegen die Rangers. Die sind extrem heftig drauf, die Rangers. Es sind extrem heftige Rangers hier am Start. Barclay Goodrow. Wow. 5 gegen 3 sogar. Kommt schon, Leute. Jetzt aber. Jawohl, da ist es. Tampa-Fan. Ja, das stimmt. Sehr schön. Scheibe nochmal mitgenommen. Chuba bringt die Scheibe raus und damit die Rangers komplett. So, Scheibe läuft. Was war das? Das muss man nicht wissen, oder? Check gegen die Bande. 1:1, keine 3 Minuten mehr. Gute Defensive haben wir. Gute Disziplin und kurze Shift. Also bislang Trainer zufrieden mit uns. Spannung pur hier gegen die Rangers. Sehr geil. Oh, da führen sie noch. Der muss mal seinen Schläger auswuchten. Wie kann man denn der DL für so einen geilen Club sein, der NHL so wenig Geschmack beweist? Ja, das sind die New Yorker Feinde und Freundschaften. Ein Hattrick, das wäre natürlich krass, Hockeyboy. Ich glaube, Connor McDavid hat doch ziemlich früh diese Saison wieder einen Hattrick erzielt. Kann es sein? Ich meine, dass es eben so war. Boah, 2:2 New York. Ja, Connor McDavid gleich mal reingeballert. Sehr schön auf Kane. Wenn der jetzt irgendwie reingeht. Boah, das war das Puck-Movement. Habt ihr das gesehen? Das war genau so eine Situation. Komm schon, Kane. Ich riech's, dass es hier reingeht. Mann, wir haben echt gute Möglichkeiten. Sehr schön. Zusammen gefightet. Den nehmen wir doch mit. Lafreniere. Scheibe bleibt. Scheibe bleibt. Okay, jetzt gehen wir raus. Schade, Mensch. Der Cleansy-Diver. New Jersey Devil fault. Es gibt keine Strafen. 4 Spieler liegen auf dem Eis. Oh, bei Nico geht's ab. Habe jetzt bei Hood die 2 Löwentrikots. Ah, sehr geil, Mäusefinger. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So kann es doch laufen, oder? Aber hey, wir sind so kurz davor, zumindest zu punkten. Zumindest zu punkten. 3:3, Ende des zweiten Durchgangs.
Beide Mannschaften mit entsprechenden Möglichkeiten. 14-15, 6,5 zu 7-15. Bulli-Statistik leicht auf Seiten der Rangers. Dafür aber haben wir ein Powerplay-Tor erzielt. Läuft. Aber ich hätte halt schon gern, gerade bei der Heimpremiere, einen Sieg. Kommt schon, Leute. Support in den Chat. Boah, ich sag Support in den Chat und nach 7 Sekunden klingelt's für New York. New York! Wisst ihr noch? Goalie Mode. Oh, nehmen wir mit. So, jetzt komm, rüber. Oh, da ist er! Da ist er! Wir haben gepunktet! Woo! Yes, Mann! Da ist das Ding! Es ist im ersten Spiel. Freddy Gaudreau. Woo! Mega! Saugeil, wieder ein schönes Auge. Servus Pizzi, wunderschönen guten Abend. Und dann ist es der erste Punkt. Aber wir wollen warten, bis es unten amtlich wird. Yes, Blattmann und Dumba. Geil. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Und jetzt noch ein Tor, dann hätte ich gefeiert. Dann wäre ich hier völlig ins Ausgerastet. Oh, schönes Backenspiel. Also, das sieht gut aus. Viertelstunde noch. Guter Einstand, ja. Oh ja. Und jetzt bitte gewinn. Bitte gewinn. Powerplay. Ich bin echt aufgeregt, Leute. Das glaubt ihr nicht. Sehr schöner Check. Schuss kann nicht erfolgreich zu Ende geführt werden. Blaise. Oh, schade, Dumbo ist in deinem Team. Wenn ich das gewusst hätte. Jetzt kommt Gojo, spiel doch ab! Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er den nicht abgibt. Den hätte er einfach straight geradeaus spielen müssen. Schade! Schade! Poppelin, der ist für dich! Ey, tu mal was ins Phrasenschwein! Ja, absolut, Alex, oder? Ich war frei! Oh, 6-4! Komm schon, jetzt ein Empty Netter. Jetzt ein Empty Netter. Raus. Also stell dir vor, der ist das Tor gemacht. Das wäre richtig krass gewesen. Und wir spielen direkt als nächstes gegen LA, Leute. Überdenke mal deine Aussagen. Was habe ich gesagt? Aber das sieht nach einem positiven Einstand aus. Zumindest, dass wir hier gewinnen. Jetzt holen sie gleich den Tor da raus. Das könnte unsere Chance sein. Tor ist leer und der war nicht ungefährlich. Cousins, da ist Dumbo. Oh, krieg ich nicht. Keine Energie mehr. Ach so, da will ich die auch nicht abspielen. Jetzt, okay. Ja, okay, stimmt. Vollkommen richtig, Bobbele. Leider. Vollkommen korrekt, verdammt. Aber wir siegen im ersten. Oh, 5-6. Was für ein Einstand. Aber wir haben gepunktet. Das ist das, was wir gebraucht haben. Vorhersageergebnis ist damit wahr. Geil. Absolut geil, Leute. So soll es sein. Schöner Einstand gegen die New York Rangers. Haiti, sehr geil. Wubidi, 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 wubidi. Tibi, Tobi, der Lobby.
Ja, Bremerhaven Gaming, schade. Finde ich überhaupt nicht. Mega. 2 Punkte sind safe. Und die Maximalausbeute in der NHL-Season wären 164 Punkte, ne? Stellt euch das mal vor. Danke dir, Bremerhaven Gaming. 11 Tore, Bobbele. 11 Tore. Chris Kreider. Alter, 1 Tor und 2. Es ist gleich mal geballert. Gib mir Lele sanft um. Ich bin gespannt, Hockey Boy. Aber ich bin erstmal happy. Mecker vom Coach. Da bin ich sehr gespannt. Powerplay geht runter, Penalty Killing geht runter, Extra geht runter und Shootout geht runter. Aber Ryan Score, der geht hoch. Wir haben gut gespielt. Würde ich so auch stehen lassen. Okidoki, Nico. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Abend und gute Besserung. Was ein Schützenfest von LA in Minnesota in Real Life. Ich bin gespannt. Das war ihr erstes offizielles NHL-Spiel. Sie haben sie heute Abend auf dem Eis offenbar wie zu Hause gefühlt und der erste Punkt ihrer Karriere eingefahren. Wie haben sie sich gefühlt? Unglaublich, einfach unglaublich. Der erste Punkt im ersten NHL-Spiel. Endlich bin ich da, wo ich hingehöre. Oh, krass. Können wir davon ausgehen, dass sie in jedem Spiel punkten? Markensympathie 300. Im nächsten Spiel 2 Punkte holen? Das mache ich eher nicht. Tja, sie sollten meine Karriere sehr genau verfolgen. Das reicht erstmal. Danke für Ihre Zeit. Na, durchwachsen, Hockeyboy. Wir sind doch nicht in der Preseason mehr. Die Preseason ist doch vorbei.